Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Need for Speed Heat Test Video. Auf der linken Seite seht ihr die PlayStation 4 Version, auf der rechten Seite die PlayStation 5 Version. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, einmal beide Varianten nebeneinander zu testen. Und jetzt geht's auch schon los. Wir sind im Startbildschirm. Ich habe jetzt X gedrückt, damit das Safe Game geladen wird. So, ihr könnt natürlich sehen, auf der PlayStation 5 ist es schon deutlich schneller. So, auf der PS5 sind wir geladen und auf der PS4 lädt es noch. So, dann mal mit beiden in den Solo-Modus gehen. Und dann abwarten, bis die Spiele geladen sind. Auf der PlayStation 5 ist es geladen und die PlayStation 4 kommt auch hinterher. Wenn wir das Bild jetzt mal vergleichen, Moment, da ist jetzt der Wagen. Ja, neu installiert halt, ne? Wenn wir das Bild mal vergleichen, ist es doch sehr ähnlich. Also viel hat sich da nicht getan, na klar, hier und da ein bisschen die Kanten gerendert und so weiter. Also es sieht auf der PlayStation 5 alles ein bisschen besser aus. Es lädt alles schneller. Hier könnt ihr natürlich sehen, dass die Texturen, die Vinyls, also die Decals, auf der PlayStation 5 schneller geladen werden wie auf der PlayStation 4. Und Moment. Wir werden das gleich bei einem gleichen Fahrzeug sehen. Genau, bei dem Porsche habt ihr das gerade gesehen. Also es ist natürlich alles auf der PlayStation 5 ein bisschen schneller. Aber ich meine ganz ehrlich, das war auch zu erwarten. So, da auf beiden, der Lamborghini Huracan und, genau, und mein YouTube-gemachter Huracan Spider. In dem Fall habe ich die beide gewählt. Und gehe mit beiden jetzt mal raus auf die Straße. So, mit beiden den Tag gewählt. Aber man merkt schon, die PS5 wird schneller. Ja, genau. Und da ist die PS5 geladen und die PS4 hängt ein bisschen hinterher. Aber ich meine ganz ehrlich, das ist jetzt auf jeden Fall, ist nichts Schlimmes jetzt. Also in dem Fall. Gut, PlayStation 4, ganz ehrlich, wie immer, es regnet. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert zu der Aufnahme, weil ich mir dachte so, ah, kann doch nicht sein, ey. Immer regnet das, wenn man das Spiel anmacht. Naja, aber ist halt so, wie es ist. Rechte Seite PS5, Sonnenschein, aber ich denke, man kann trotzdem gut sehen, wo die Unterschiede liegen. Also jetzt in den Ladezeiten natürlich hier und da ist die PS5 auf jeden Fall schneller, in allen Bereichen. Und was auf jeden Fall stark auffällt, ist die Wiederholrate, die Frames, also die Bildwiederholrate. Was rechts auf der PlayStation 5 natürlich deutlich besser und flüssiger aussieht, wie links auf der PlayStation 4, wobei das auf der PlayStation 4 auch schon gut aussah. Na, müssen wir ehrlich sein. Aber trotzdem sieht es auf der 5 halt schon viel, viel besser aus, muss man ehrlich sagen. So, jetzt wird gleichzeitig geladen. Ich habe da ein Rennen gestartet und das wird natürlich wieder auf der PlayStation 5 schneller geladen, aber auch immer nur so eine halbe Sekunde. Deswegen ist das eigentlich von den Ladezeiten völlig okay. Ich muss aber dazu sagen, in meiner PS4 Pro habe ich eine SSD verbaut. Ich werde die hier mal einblenden. Genau, diese SSD habe ich in meiner PlayStation 4 Pro. Deswegen kann ich gar keinen Vergleich machen, wie das ist mit den Ladezeiten zu einer normalen HDD-Festplatte in der PlayStation 4 Pro. Aber ihr könnt auf jeden Fall
trotzdem Unterschiede sehen. Also ich habe natürlich jetzt in beiden Konsolen eine SSD, in der PS4 sowohl als auch in der PS5. In der PS5 ist die ja schon vorinstalliert, die SSD-Festplatte. Haben sie ja gesagt, eine superschnelle SSD-Festplatte. Wobei ich finde, dass meine SSD-Festplatte, die ich in der PlayStation 4 habe, trotzdem gute Arbeit leistet. Ich kann das jedem nur empfehlen, wer weiterhin PlayStation 4 spielt, kauft euch auf jeden Fall eine SSD-Festplatte. Ich habe eine Samsung drin. Ich habe sie ja eben gerade eingeblendet, welche Festplatte ich verbaut habe. Und von daher tun sich die Ladezeiten jetzt nicht so heftig unterscheiden. So, wir sind jetzt mit beiden Strecken bei 42%. Und ihr könnt schon sehen, dass das Ganze ziemlich gleich aussieht. Gut, wie gesagt, links war halt leider schlechtes Wetter auf der PlayStation 4 und auf der PS5 war gutes Wetter. Ich hätte mir jetzt auch gewünscht, dass auf beiden Konsolen das Wetter gut ist, aber ja gut. Ich habe auch keine Lust gehabt zu warten, bis das Wetter gut ist auf der PlayStation 4. Deswegen habe ich das dann trotzdem so aufgenommen. So, mit beiden jetzt darüber springen. So, das war die zweite Runde. Dann startet jetzt die dritte Runde. Genau. Da startet die dritte Runde. Instagram könnt ihr mir natürlich folgen. Wurde unten gerade eingeblendet. Ihr könnt natürlich auch diesen Channel hier abonnieren. Macht die Glocke an, damit ihr keine Videos mehr verpasst, wenn ihr hier Abonnent sein wollt. Folgt mir noch auf Instagram und Twitch. Dann könnt ihr auch mal dabei sein, wenn ich live bin. Und jetzt sind wir bei 84%. Und dann geht es gleich zum Ende an dieser Stelle. 90%. Und es sieht beides schon sehr gut aus. Also wirklich. Man darf jetzt auch natürlich nicht vergessen, es ist immerhin immer noch ein PlayStation 4 Spiel. Ne? Also es gibt nicht die eine PlayStation 4 Variante und das andere ist eine PlayStation 5 Variante. Also es ist beides das PlayStation 4 Spiel. Und guck mal, obwohl ich in beiden eine SSD habe, diese Ladezeit jetzt am Ende, die war heftig. Und das hatte mich überrascht, dass das doch so viel schneller ist. Links immer noch im Bild. Und jetzt bin ich erst raus aus dem Rennen auf der PlayStation 4. Ja, so ist das. Ich hoffe, dieses kurze, kleine Video mit dem PlayStation 4, PlayStation 5 Vergleich von Need for Speed Heat hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Eure Meinung interessiert mich auf jeden Fall brennend. Gerne in die Kommentare schreiben, welche Variante ihr spielt, ob ihr die PlayStation 5 schon erworben habt, ob ihr noch PlayStation 4 spielt. Wollt ihr überhaupt die PlayStation 5 kaufen? Oder nee, brauche ich noch nicht, ich bleibe lieber bei der PlayStation 4. Oder wie sieht das bei euch aus? Oder habt ihr beide Konsolen schon und sagt, ich möchte die PlayStation 4 trotzdem behalten? Das können ja einige auch entscheiden. Also meine PlayStation 4, sage ich euch ganz ehrlich, die wird wahrscheinlich in den Verkauf gehen. Und dann werde ich mir irgendwann eine Fat Lady besorgen für mein Regal hinter mir, damit ich da alle Konsolen stehen habe. Die PlayStation 3 fehlt mir auch noch, die Fat Lady. Genau, die PlayStation 3 war die Fat Lady. PS4 meinte ich natürlich das erste Modell. Dass ich mir nochmal das erste Modell hole. Oder ich weiß noch nicht, vielleicht behalte ich auch die. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat es mir sehr Spaß gemacht, hier diesen Test aufzunehmen. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Und bin jetzt erstmal raus und sage ciao. Euer Marvin Keno. It's all about humanity.